Hi alle zusammen und willkommen zurück. Und in dieser Episode machen wir Jagd auf die wilde Jagd. Also wir fangen damit auch direkt an. Dafür sollten wir auch bis Mitternacht pennen. Sonst taucht sie leider nicht auf. Genau, das ist nämlich auch die Quest. Also so heißt sie auch. Okay, ich lese nochmal kurz das. Auf den Feldern rund um das Dorf wiegt sich goldenes Getreide stolz im Wind. Die malerischen Ruinen eines alten Klosters und die winzige Hütte eines Einsiedlers verleihen dem Ort zugleich ein märchenhaftes Flair. Jüngst störte jedoch das Auftauchen von Mittagserscheinungen, riesigen Tausendfüßern und Verschlingen die Idylle. Es ist erstaunlich, wie viel alte Magie dieses Land noch birgt. Hier steht der Druidenkreis, mit dem die Weisen die Zeit messen und einigen Theorien zufolge die Zukunft vorhersagen können. Okay. Jagd auf wilde Jagd. Ich muss halt Rauenwurzeln einsetzen, um die Erscheinungen und den König der Jagd vom Druidenkreis zu verjagen. Genau, das wird uns nochmal auf der Karte angezeigt, wo sich diese wilde Jagd befindet. Die Alraunenwurzeln habe ich ja schon bereits in der letzten Episode eingesammelt, nämlich bei den Gräbern dort. Deswegen sollte jetzt auch kein Problem sein, diese zu bekommen. Ja, und da sieht man schon diese Erscheinungen. Und Wyverns. Wyverns werden wir... Also gegen Wyverns brauchen wir jetzt gar nicht zu kämpfen, da wir von denen keine Ingredienten brauchen. Das einzige, was wir brauchen, sind Königswyverns, aber die finden wir hier nicht. So. Die wilde Jagd ist schlecht. Ich will nicht gegen sie kämpfen, deswegen, was wir machen, ist so eine Alraunenwurzel. Genau, dann verschwindet die wilde Jagd wieder. Also, wenn man die Alraunenwurzel verbrennt. Und noch mehr von euch. Noch eine weitere Raunwurzel, schnell weg, weg. Bisschen Abstand halten, weil ich habe nicht mehr so viel Leben. Puh, jetzt kann ich den Einzelnen wegen der Belohnung aufsuchen. Okay, ehrlich gesagt habe ich nicht gedacht, dass es so knapp wird. Deswegen habe ich auch keine Schwalbe benutzt. Mit Schwalbe wäre das natürlich alles noch etwas einfacher gewesen. Ich meine, ich wusste, dass da Geister auftauchen, aber es sind ja nur Geister. Aber, ja. Okay, alles eingesammelt und zurück zum Einsiedler. Dort kann ich auch noch wieder mal pennen. Und somit mein Leben wiederherstellen, ohne dass ich eine Schwalbe verbraucht. Vor allem, ich habe ja nur noch eine Schwalbe. Ich denke mal, ich werde auch gleich noch ein paar brauen. Kann nicht schaden. So. Bindekraut brauche ich nicht. Geisteröl. Ich habe ja noch zwei Stücke, das aber Nekrophagenöl könnte ich wieder mal gebrauchen. Für später. Und Ornithosaurusöl habe ich ja schon mal gebraucht, aber ich mache nochmal. Und, Schwalbe, Schwalbe, wo war Schwalbe? Hier. Machen wir zwei Stück davon. Und
Genau, somit habe ich auch mein Leben wiederhergestellt und alles ist wieder gut. Warum zum Teufel kann ich das nicht stacken? Weil das aus verschiedenen Tränken gebraut wurde und somit eine verschiedene Auswirkung hat? Wahrscheinlich. Na gut. Also aus dem verschiedenen Alkohol. Wie kann ich helfen? Alles erledigt. Die wilde Jagd ist fort. Hervorragend. Ich danke euch. Welche Belohnung wollt ihr? Wie gesagt, es ist alles recht nutzlos. Normalerweise wäre so ein Kranz im Hotel recht gut, weil man den für eine Quest gebrauchen kann. Allerdings gibt es damit so einen kleinen Bug. Also deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, den zu nehmen. Also die Quest lässt sich auch ohne Probleme und ohne wirklich einen Unterschied, ohne diesen Kranz lösen. Deswegen ist er eigentlich komplett nutzlos. Ja, Vampirbuch ist auch nutzlos. Man könnte es zwar verkaufen, aber egal, ich bin Besitzer einer Hütte. Ich wäre gerne Besitzer einer Hütte. Hier ist der Schlüssel zur Tür. Danke. Und bitte nehmt dieses Säckchen heiliges Salz. Tragt es bei euch, um Phantome abzuwehren. Das könnte sich als nützlich erweisen. Stufe aufgestiegen. Also das ist jetzt die Hütte. Die Pogrome in Rivil. Rasse, Riesentausendfüßler, abwehrender Talisman. Ja, damit kann man sich die vom Hals halten. Wobei momentan will ich das ja gar nicht, da ich noch zwei Stück davon brauche, um die Quest abzuschließen. Mittagserscheinungen, so. Okay, ich denke mal, wir machen uns wieder auf den Weg zum... Wie hieß der Typ? Die Hitze des Tages war das. Julian muss von Alinas Tochter fahren. Genau, Julian, der sich wahrscheinlich immer noch in der Taverne befindet. Man könnte nochmal zum Seeufer gehen, um den Elfen ihr Brot abzugeben. Aber das können wir auch noch später machen, weil später muss ich sowieso nochmal wieder zum Seeufer. Deswegen, wir gehen jetzt mal zu Julian. Ja? Steck den Dolch weg. Sie hat meine Alina getötet. Ich werde sie nie wiedersehen. Selina hat ihre Schwester getötet? Sie hat es gestanden. Sie haben sich gestritten und Selina hat Alina gestoßen. Meine Liebste schlug mit dem Kopf auf einen Stein. Es ist so schrecklich. Ein Unfall. Selina sagte es mir und ich konnte mich nicht beherrschen. Selina beneidete Alina, war eifersüchtig auf Julian und seinen Wohlstand. Sie muss bestraft werden. Alina ist nicht tot. Sie wurde zu einer Mittagserscheinung. Ah, schrecklich! Ich muss ihr helfen! Macht nur ja keine Dummheiten. Du mal so ein Idiot. Okay. Und da sagt einer, dass es nichts Schöneres auf der Welt gibt als Liebe. Naja, wohl, nicht immer. Geralt? Anzeige, keine Ahnung, was das für eine Anzeige war, aber
Ist auch egal. Ich sollte Alina finden. Habt ihr sie gefunden? Ja. Das ist wunderbar. Geht es ihr gut? Setzt euch und trinkt etwas. Alina ist tot. Sie wurde zu einer Mittagserscheinung. Einem Dämon. Sie ist tot? Ich weiß, das ist schwer. Aber wir müssen etwas unternehmen. Wenn wir nicht handeln, werden Leute auf den Feldern sterben. Verstehe. Tut, was ihr könnt. Ich bezahle euch. Das kostet aber mehr als einen Silbergroschen. Tut, was getan werden muss, Hexer. Und macht es, wenn möglich, schnell und schmerzlos. Ich versuch's. Wisst ihr, ich glaube an die Vernunft, nicht an die Götter. Und doch betete ich zur Militele, dass ich Alina wiedersehen würde. Ich fühlte mich elend, voll Widerwillen. Ich brauchte wohl Zeit, um zu akzeptieren, dass meine Alina tot ist. Geralt, wie ist das passiert? Selina hat sie getötet. Wahrscheinlich aus Versehen. Sie ist ebenfalls tot. Wie das? Ja, man könnte ihn jetzt verpetzen, diesen Adam, dann kommt ihn ins Gefängnis. Adam hat sie getötet. Er lebte, Anna verlor die Beherrschung und tötete Selina. Wie Selina starb? Ich bin nicht sicher. Sie wurde ebenfalls zu einem Dämon. Ich würde mal sogar sagen, wir verpetzen ihn, weil ich finde das jetzt auch nicht unbedingt toll, was Adam getan hat, und es spricht mir jetzt auch nicht zu, und wir verpetzen ihn. Adam hat sie getötet. Er liebte Alina, verlor die Beherrschung und tötete Selina. Bei allen Göttern, das ist ja schrecklich. So viel Leid. Womit haben sie dieses Schicksal nur verdient? Geralt, bitte helft ihnen. Und ich sorge dafür, dass Adam festgenommen wird. Er muss für sein Verbrechen büßen. Ich werde tun, was ich vermag, damit die Seelen der Schwestern ins Jenseits gelangen können. Ich muss einen Weg finden, Alinas Gespenst zu befreien. Ich sollte mit jemandem sprechen, der über Flüche Bescheid weiß. Okay. Ich denke mal, jetzt ist höchste Zeit. Ah, warte mal, ich habe die Rechnung. Ich sollte mit der Hexe sprechen, genau. Da wir uns ja hier ganz in der Nähe befinden, machen wir das auch. Außerdem sollte ich noch mit dem Dorfpropst sprechen und ihm die Trophäe abgeben und die 800 Ohren kassieren. Was wollt ihr? Ich habe den Schatz der Griggs. Dann bringt das Reitgeschirr jetzt zur Kapelle unserer Griggs. Sie steht bei der Brücke. Ein kleines rotes Sandhorn. Geht am folgenden Tag wieder hin und seht nach, ob die Griggs das Geschenk akzeptiert haben. Wie erkenne ich das? Sie werden euch wiederum ein kostbares Geschenk überlassen, das Freundschaft oder Freude symbolisiert. Wenn Hahn dieses Geschenk bei sich hat, behelligen ihn die Griggs nicht mehr. Lebt wohl. Okay, wir können noch mal was mit der Abigail besprechen. Was wollt ihr? Helft mir auf die Sprünge. Was soll ich jetzt tun? Geht zur alten Brücke. Und dann spielen sie euch einen Streich, wie auch immer. Das wollte ich nämlich eigentlich gar nicht ansprechen. Was wollt ihr? Ich brauche eure Hilfe in einer Angelegenheit seelischer Natur. Ihr könnt mir vertrauen. Ich weiß nicht, wie man Alinas Seele ins Jenseits schicken kann. Das eitle Weibsbild? Sie gelangte in den Besitz eines seltenen und mächtigen Spiegels Nihalenyas, der einst Orakeln und Propheten diente. Alina befragte ihren Spiegel sehr häufig. Mit der Frage: Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich weiß, die Spiegel Nehalenyas gibt es in zwei Varianten. Höfliche und zerbrochene. Alinas Spiegel war eindeutig zerbrochen. Wenn ihr ihn wieder zusammensetzt und Alina zeigt, wird der Fluch vielleicht aufgehoben. Danke, Abigail. Dieses vielleicht gefällt mir jetzt nicht so. Vielleicht wird er aufgehoben, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, vielleicht war deine ganze Arbeit umsonst, der dir auch keiner bezahlt. Okay, wir gehen erstmal zu diesem Dorfprops, um
Um eine Belohnung abzuholen. Der alte Zementaurer. Bestientöter? Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnung für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Hier ist der Zementaur aus der Gruft. Ich habe genug Beweise gesehen. Hier sind eure 800 Orenz. Ich bin wegen der Anzeige hier. Was habt ihr für mich? 5 Alpzähne. Wie verlangt. Wie widerwärtig. Hier ist das versprochene Gold. Perfekt. Ich werde alt. 800 Orenz und 250, also 1500 Orenz bei dem Typen hier abgestaubt. Insgesamt fast 10.000 Gold. Genau, ich habe noch davor übrigens ein paar Sachen verkauft, so büchermäßig und keine Ahnung, so ein paar Bücher, ein paar Ringe. Und eigentlich war es das auch schon. Und die Fackel, die ich dabei hatte, bei dem Schmied. So, gut, dann geht's wieder zurück auf die Felder. Die Hitze des Tages. Ich muss auf den Feldern die Schämen von Erlina Spiegel suchen. Auf geht's, auf geht's. So, zurück auf den Feldern. Wir werden jetzt hier so besondere Mittagserscheinungen, sag ich mal so. Genau, da sehen wir schon ein Mittagsbrot. So heißen die hier antreffen. Oh, übrigens, das ist ein Leichnam. Und genau diese müssen wir halt killen, um die zerbrochenen Spiegelfragmente einzusammeln. Irgendwo habe ich hier genau. Brötchen. So, hier müsste dann irgendwo eine Treppe sein. Also eigentlich von dieser Seite, das weiß ich genau. Und da ist diese schöne Frau. Ja gut, wie man sehen kann, die ist überhaupt keine Herausforderung für uns. Aber wir müssen ganze 5 Stück oder so davon killen, also recht viele, das weiß ich. Okay, Alvin, mach, dass du bekommst. Ja, oder so, Geralt. Der war auch gut. So, man kann diese ganzen Spiegelfragmente hier auf der Karte sehen. Okay, diese ist hier am nächsten. Himbeerbeet. Ja. Außerdem können wir hier noch diesen, wo die Neumenschen treffen. Den Fischmenschen, den wir für den Dorfprobst brauchen. Das letzte Mal habe ich ihn hier gesehen, aber jetzt gerade irgendwie nicht mehr. Ach da, Teju. Ja, der spaziert hier so herum. Ach, verdammt, wie komme ich darüber? Okay, wir killen ihn später. Sonst muss ich hier einen Umweg machen und das möchte ich momentan nicht. So. Ja, bei der Hütte müsste es sein. Außerdem gibt es hier noch Wüvens und einen Königswüven. Wow. Nicht so schnell, verdammt. Aber wir brauchen ganze 3 Königswüvens und ich würde mal sagen, also später bei der Schwalbeninsel, wie die hieß da, gibt es noch mehr von diesen Königswüvens und da können wir von denen diese Eier kriegen, die wir für den Vertrag brauchen. Deswegen brauchen wir jetzt nicht unbedingt diesen einen Königswüven dazu gehen, weil es ist nur einer und wir brauchen 3. Ist ja logisch, denke ich mal.
Okay. Sehr gut, jetzt seid ihr mich genau auf dem Weg. Ich glaube, Silberschwert war genau das Richtige. Oh, wir sollten den Priester zuerst killen, da ist sie sonst heil. Warte, lass mal probieren mit dem Stahlschwert. Ich hätte eigentlich davor lesen sollen. Über diese Küche. Ja, Stahlschwert funktioniert besser. Aber ich verstehe aber nicht ganz warum, ehrlich gesagt. Ich meine, im Endeffekt sind es doch schon Ungeheuer. Was denn sonst? Okay. Sollen wir mal schauen, wen wir jetzt da gekillt haben. Ungeheuer. Wurde ja neue Krieger, wurde ja neue Priester. Sie kommen an Land, um ihr Reich unter Wasser zu beschützen oder Siedlungen der Menschen zu überfallen. Warte mal. Ich will, dass die Musik weg ist. Genau. So, damit es ein bisschen ruhiger ist. Resistent gegen Einäscherungsversuche. Wenn man es schafft, sie anzuzünden, erweisen sie sich als empfindlich gegen Feuer, anfällig für Blenden. Sie fetten ihre Klauen mit Öl ein, was Schmerzen verursacht. Häufig werden sie von Priestern unterstützt. Wo die Neukrieger, die an Land gehen, sind ein Zeichen für einen Verstoß gegen Gesetze des Fischvolkes. Entweder die Grenze eines Unterwasserreichs wurde überschritten oder ein Tabu wurde verletzt und eine der zahlreichen Vodianoi-Gottheiten verärgert. Hauptaufgabe der Krieger ist es, das unterseeische Königreich zu schützen, doch wenn nötig verlassen sie auch ihre Heimat, um ihnen zugefügte Unbill oder was sie dafür halten zu bestrafen. Beide Aufgaben erledigen sie präzise und emotionslos. Sie zögern nicht, ihr Leben im Dienst an den Mächten der Tiefe zu opfern. Na dann, wo der neue Priester, sie kommen selten. Wenn sie nicht eine Gruppe Krieger anführen oder religiöse Ziele verfolgen. Einmal entzünden, ist eigentlich alles das gleiche. Priester unterstützen ihre Krieger mit Magie, sie können Verbündete heilen und ihre Gegner blenden. Vodianoi sind ein uraltes Volk intelligenter Wesen. Sie beten eigene Götter an und ihre Priester kümmern sich um die göttlichen Angelegenheiten. Landbewohner wissen wenig über dieses unterseeische Volk und die Riten, die sie pflegen, doch das Wenige, was man darüber weiß, ist furchterregend. Unterseeische Gottheiten leihen den Vodianoi-Priestern ihre Macht, sodass sie Flüche und Zauber wirken können. Alles klar. Außerdem haben wir uns ja mit der wilden Jagd angelegt davor, hätte ich auch schon davor lesen sollen. Die wilde Jagd erscheint am Himmel als Vorbote von Krieg und anderen Unglücken. Manche halten sie für ein rein magisches Phänomen, keine Horde von Geistern. Elfische Quellen bezeichnen sie als rote Reiter. Es ist nicht bekannt, wie man die wilde Jagd bekämpfen könnte. Krieger der wilden Jagd müssen nicht kämpfen. Sie rufen ein solches Grauen hervor, dass Leute bei ihren Einblicken in Entsetzen ausbrechen. Es sind Fälle von Entführungen durch die wilde Jagd bekannt. Die wilde Jagd ist eine Horde von Geistern. Alchemie, Hauch der Jagd, woher weiß man das? Die wilde Jagd ist eine Horde von Geistern, die bei Sturm über den Himmel ziehen und als Vorboten des Unheils gelten. Ihr Auftritt zieht Krieger, Krieg und Verderben nach sich. Ähnlich wie ein Komet, die geisterhafte wilde Jagd erscheint den Verfluchten oder vom Schicksal Außerwählten manchmal in Träumen. Ja. Und mit der wilden Jagd werden wir noch vor allem im dritten Teil sehr viel zu tun haben. Mittagserscheinung. Mittagserscheinungen spucken auf Feldern und Wiesen. Sie kommen immer heraus, wenn die Sonne noch am Himmel steht. Sie sind Geister, haben jedoch eine starke Verbindung zu der natürlichen Welt. Sie sehen die Lebenden, können sie jedoch nicht verstehen, da die Toten die Lebenden nicht hören. Aha, egal. Sie können Sonnenstrahlen ergreifen und ihre Feinde damit blenden. Mittagserscheinungen werden zur Mittagsstunde aus Hitze, Traurigkeit und dem Schweiß von Flügen geboren. In der heißen Luft über den Feldern versammeln sie sich, tanzen wie wild und erzeugen Luftwirbel, doch diese Geister mögen es nicht, beobachtet zu werden. Wer spioniert, wird gezwungen, mit ihnen zu tanzen.
Mittags Erscheinungen beenden ihren Tanz, wenn die Sonne untergeht, wenn der entführte Mann längst vor Angst und Erschöpfung gestorben ist. Nachterscheinungen kommen auf Feldern und Wiesen vor, man findet sie nach Einbruch der Dunkelheit, wenn der Mond hoch am Himmel steht. Sie sind Geister, haben jedoch gleichzeitig eine starke Verbindung zur natürlichen Welt. Sie sehen die Lebenden, können sie jedoch nicht verstehen, da die Toten die Lebenden nicht hören können. Also im Grunde genommen einfach das Gleiche, nur dass es halt Nacht ist. Nachts passiert anstatt mittags. Nachterscheinungen werden aus Mondlicht, Wind und Erde, die nach einem heißen Tag abkühlen, geboren. Sie schweben über den Boden und wirbeln in einem irren Tanz herum, den kein Sterblicher erblicken darf. Wird ein Sterblicher beim Pionieren erwischt, so wird er mit Mondlicht geblendet, in den Kreis gezogen und zum Tanzen gezwungen, bis er tot umfällt. Manchmal wird es so selbst zu Nachterscheinung. Alles klar. Ah, perfekt. Kopf des Wodja-Neupriesters, genau das brauchen wir. Das ist auch der letzte, also die letzte Trophäe in diesem Kapitel. Okay, wo muss ich hin? Also im Grunde genommen zu der Einsiedlerhütte. Der hat jetzt Besuch bekommen von so einem Mittagsbrot. Wer weiß, vielleicht freut er sich sogar, mal Besuch von einer Frau zu kriegen. Mittagsbrot. Warte mal, das ist aber jetzt woanders. Ah, fast habe ich das übersehen. Okay, mein Fehler. Vor allem falsches Schwert. Oh Mann, die wehrt sich noch nicht mal. Also wirklich. Das ist ja einfacher als einem Baby einen Lollipop abzunehmen. Okay, da ist schon mal der Einsiedler und da ist die Mittagsbraut. So, wir brauchen jetzt nicht mehr so viele. Ich denke mal 1 bis 2. Ich glaube, das ist sogar das letzte Teil. Mittagserscheinung. Ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, gegen die zu kämpfen, aber egal. Sonst komme ich hier schlecht durch. Oh Mann, das war ja wirklich nur ein Witz. So schnell, wie sie gestorben ist. Funkelnder Staub. Ich glaube, das brauchen wir, wenn wir die Questversuchung erledigen wollen. Und wenn wir uns dafür die... Ach so, ja genau, ich habe mich ja für das andere entschieden, für den Schmied, dass ich ihm helfe anstatt seiner Frau. Aber wenn man jetzt vorhätte, der Frau zu helfen, dann müsste man hier die ganzen Mittagserscheinungen killen. Und von denen diesen funkelnden Staub, meine ich, plündern. 9 Stück bräuchte man davon, um die Quest dann zu erledigen. Aber ich brauche jetzt die Verschlinger. Verschlinger zu killen. Um an diesen Nachtstaub oder wie das heißt da zu kommen. Leider habe ich noch keinen einzigen Verschlinger gesehen. Das liegt aber auch daran, dass sie nur nachts auftauchen. Deswegen muss ich später sowieso noch ein bisschen Jagd auf die machen. Du solltest dich doch verstecken, wenn es gefährlich wird. Ich höre Stimmen von all den Frauen, die hier leben. Sie sind tot, Alwin. Viele fürchten mich. Sie nennen mich Teufelskind, wenn sie glauben, ich höre sie nicht. Diese Leute fürchten nur, was sie nicht verstehen. Ich will, dass sie mich mögen. Ich will sie nicht sterben sehen. Was soll ich tun? Schicksal ist nicht alles, wir bestimmen selbst über unser Schicksal. Deine Visionen sind ein Geschenk, kein Fluch, es liegt an dir, Gutes daraus zu machen.
Halte deine Gabe geheim, das Leben, der mit deiner Gabe gesegnet ist, selten einfach. Ich denke mal, ich nehme das erste. Das zweite ist auch recht gut. Schicksal ist nicht alles. Wir bestimmen selbst über unser Schicksal. Ich fühle mich immer viel besser, wenn wir uns unterhalten haben. Tja, das freut mich. Ich habe Alvin gesagt, dass jeder für sein Schicksal selbst verantwortlich ist. Oder warte mal, wohin muss ich jetzt eigentlich? Ich muss ja... Hitze des Tanks, ich muss einen Handwerker finden. Ah ja, ich muss ihn ja jetzt erstmal zusammenbauen. Das heißt, ich muss erstmal zu den Elfen oder zu... Oder aber auch zu dem Schmied im Dorf. Ich denke mal, ich gehe sogar zu den Elfen. Weil ich möchte dieses tägliches Brot endlich mal abgeben. Und außerdem geht es einfach schneller hier lang. Außerdem kriegen wir dort noch eine Erotikkarte und wir können auch mal die Schwalbeninsel besuchen. Oder Schwarzschwalbeninsel, ich bin mir nicht sicher, wie sie heißt. Also noch ein paar Sachen erledigen. Auf jeden Fall. Feuerstelle, Leichnam. Fängt ja schon mal gut an. Okay, so, ich bin hier. Das heißt, genau hier Lagerfeuer. Da sind die ganzen Elfen, also ziemlich in der Nähe. Okay, dann muss ich die zuerst killen, wie es aussieht. Was jetzt nicht besonders schwer war. Noch ein Wolf. Ich hoffe, der läuft einfach weg. Elfenhandwerker, gehen wir zuerst zu ihm. Obwohl, ne, zuerst zu der Toruwe. Ich glaube, die wollte dieses Brot haben. Ja. Ich habe Brot für euch. Schön, dass ihr unser Vertrauen nicht enttäuscht habt. Genau, man könnte hier nochmal sagen, für 20 Horns gab es nur 4 Laibe, aber ich gebe hier alle 5. So geizig bin ich dann ja auch nicht. Ich habe sowieso 10.000 Gold. Hier sind eure 5 Laibe. Ich danke euch. In Augenblicken wie diesen glaube ich wieder daran, dass wir diese sinnlose Spirale des Hasses beenden und einander vorbehaltlos akzeptieren können. Freut mich. Und wieder noch eine weitere Stufe aufgestiegen. Elf. Irgendwo gibt es eine Elfin, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die ist drinnen. In der Höhle, genau. Gehen wir mal da rein. Hinfort, Deine. Ich habe Essen mitgebracht. Was ist das? Wüvenfleisch, dein Lieblingsessen. Ich spucke auf euer Almosen. Seid vernünftig. Ihr müsst essen. Ich will doch nur helfen. Helfen? Nein. Ihr wollt eure Überlegenheit demonstrieren, indem ihr mir Futter zuwerft, wie einem wilden Tier. Seid nicht so herablassend, Mensch. Ich bin nicht herablassend. Als ich Hunger hatte, bekam ich einst ebenfalls von unerwarteter Seite Hilfe. Ich brauche euer Mitleid nicht. Ihr Elfen seid unverbesserlich. Ihr ignoriert das Offensichtliche. Ein Bettler, egal wie arrogant er ist, kann niemanden beeindrucken. Er macht sich nur lächerlich.
Ihr seid also gekommen, um zu lachen und Abnormitäten anzugaffen? Jetzt bin ich wütend. Ihr sprecht von Wut, ihr? Ich würde euch so verprügeln, dass ihr mich nie mehr vergesst, ihr. Beruhigt euch. Alles wird gut. Naja, was soll man sagen, typische Elfen. Beschweren sich über alles, aber wenn man ihnen versucht irgendwie zu helfen, dann wollen sie diese Hilfe natürlich nicht annehmen, da sie was Besseres sind als die Menschen und alle anderen. Eine etwas dumme Denkweise, wie ich finde. Nun gut. Elfenhandwerker, wo warst du denn? Du warst doch irgendwo hier. What the fuck? Ah, jetzt bist du oben auf einmal. Na gut. Ja? Ich suche nach Informationen über Rabes Rüstung. Die legendäre Hexerrüstung. Sie hat einzigartige magische Eigenschaften. Ich bin ganz Ohr. Sie wurde in den Werkstätten der Gnome hergestellt, aber von Elfen vollendet. Sangesmeister Tian Sile interessierte sich für Rabes Rüstung, arbeitete 12 Tage ununterbrochen daran und begleitete jeden Hieb seines Meißels mit einem Lied der Macht. Laut der Legende sang die Rüstung im Kampf ein Siegeslied für Rabe, was seine Zuversicht stärkte und ihn beruhigte. Eine schöne Geschichte. Wisst ihr, ob noch Aufzeichnungen über diese Lieder existieren? Ich an eurer Stelle würde in Grüften danach suchen. Finde die Gruft des elfischen Sangesmeisters. Objekte, die ihm zu Lebzeiten gehörten, müssten in seinem Sarkophag oder in der Nähe liegen. Könnt ihr einen zerschmetterten Spiegel zusammensetzen? Für 100 Orens. Abgemacht. Nehmt diese Teile. Ich bezahle euch, wenn ihr fertig seid. Wann hat das alles nur ein Ende? Bist du fertig? Ich soll zurückgehen und das Spiegel abholen. Ja? Ich bin wegen des Spiegels hier. Er ist fertig. Habt ihr die Bezahlung? Mann, ich fühle mich gerade verarscht. Ich meine, du hast den Spiegel in 2 Sekunden fertiggestellt und willst von mir 100 Orens. Bitte sehr. 100 Orens. Na gut, die Quest ist damit erledigt. Also, was heißt erledigt? Wir sind jetzt mit dir einfach nur weitergekommen. Genau, ich muss die Mittagserscheinung finden und herausfinden, ob der Spiegel funktioniert. Genau, also wieder zurück auf die Felder. Gut, ich denke mal, das machen wir dann in der nächsten Episode. Und erstmal mache ich hier Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.